Oh Gott, sind es viele. Das war schon alles? Oh, das sind viele. Das sind viele. Das sind viele. Das sind viele. Das sind mir zu viele. Das sind mir zu viele. Das sind mir zu viele. Hello, friends. Anna Fox ist wieder da. Wir sind wieder in Skyrim unterwegs. Letztes Mal waren wir in einer Höhle drin. Ja, wir haben ein Ziel. Wir müssen zurück nach Drachenfeste. Nach Drachenfeste müssen wir. Wir brauchen Geld, weil ich brauche endlich eine Hütte, damit ich meinen ganzen Loot endlich mal verstauen kann. Das wird mir eindeutig zu viel. Ich kann fast gar nichts betragen mit dem ganzen Loot, was ich hier sammle. Na, was soll's. Wie ihr seht, es wird langsam ein bisschen kühler. Der Sommer ist vorbei. Wir sind alle traurig. Aber ich finde es ein bisschen gut, dass mal die Temperatur ein bisschen runtergehen. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auch ganz gut. Bin ein bisschen müde, wie immer. Aber das ist kein Grund, nicht Skyrim zu spielen. Machen wir uns mal wieder auf den Weg. Letztes Mal war ja, wie gesagt, diese Höhle. Die Höhle, was hatten wir da an Loot? Ja, wir haben so einen Stab gefunden. Weiß nicht, den Stab, den verkaufe ich für gutes Geld. Muss man einen Händler finden, der uns genug Geld gibt dafür. Ich glaube, der ist... Guck mal kurz. Das war der hier, Stab der Lähmung. Knapp 4000 Gold wert. Ja, richtig gut. Eine komische Granny haben wir gekillt. Eine richtig komische Granny. Okay, das geht. Wer hat hier gehustet? Na, es war kein Husten. Naja. Wir müssen, glaub, den oberen Weg. Wenn ich mich nicht täusche. Kurz die Brille nochmal anpassen. Ja, gut. Nicht wundern, wenn die fortlaufenden Folgen, glaub, heute mache ich nämlich so 2-3 Folgen am Stück, die ich natürlich trotzdem nur Mittwoch veröffentlichen werde. Falls euch wundert, warum ich dann in den nächsten 3 Folgen immer das gleiche anhab. Ach, das ist ein Wolf. Ja, zieh weiter. Ich sag das. Bursche. Einfach für mich ist es, glaube ich, am sinnvollsten, wenn ich mal ein bisschen vorausarbeite. Da ich schon merke, dass es ein bisschen Stress für mich ist, einen Tag vorher aufzunehmen. Guten Abend. Sie sind ein bisschen nackt. Und sie gucken böse. Wer sind sie überhaupt? Ja, ja, beachte mich nicht. Würde ich auch nicht. Würde auch nicht, wenn Leute, fremde Leute mich anquatschen. Will ich auch nicht drauf reagieren, glaube ich. Wie viel Uhr hören wir eigentlich? 19 Uhr. Na, ziemlich dunkel. Abend. Ja gut, man könnte wenigstens guten Abend zurück sagen. Ist ja wohl nicht viel verlangt. Ja, ich kann's nicht oft sagen. Bei Half-Life habe ich es ja auch voll gehypt. Die Visuals. Und Skyrim gehört definitiv auch dazu. Die Schönheit. Gerade diese Herbstblätter. Wunderschön. Ja, ich hoffe, heute passiert mal was Aufregendes wieder. Ich habe immer Angst, dass da nichts passiert. Oh, was? Boah, Mädel, erschreckt mich doch nicht so. Ich habe Angst vor Wölfen oder was? Nein.
Nein! Hast du Loot? Oh, endlich eine Fackel. Stahlpfeile ist auch mal gut. Ansonsten hast du nicht viel. Ihr habt tapfer gekämpft. Aber nicht gut. Ja, nehmen wir mal die Wolfspelze. Ich brauche ja ganz viel Leder. Nur die Fackeln und Stahlpfeile. Kein Pfeil lasse ich liegen. Gucken. Noch ein Pfeil. Da ist die Fackel. Die Fackel tun wir favorisieren. Und eigentlich müsste jetzt... Ne? Hatte ich das da nicht dahingelegt? Muss ganz kurz überlegen. Ach so, ja, das Problem ist, ich muss es ja erst in die Hand nehmen, um es dann in den Quickslot zu legen. Sehr gut. Wir brauchen ganz viele Fackeln. Es ist so ärgerlich. Im Dunkeln. Damit der Feuerzauber, der Effekt des Feuerzaubers eigentlich gar nichts bringt. Das ist so ein geiles Feeling mit dieser Fackel. Das gefällt mir so arg. Nach Irvested müssen wir nicht, wir müssen nach Richtung Whiterun. Nach Weißlauf. Klar, man könnte jetzt sagen, die Schelle könnte ich eigentlich auf Deutsch eine deutsche Version holen, aber. Wayne. Man kann es ruhig auf Englisch lassen. Hui. So schlimm finde ich das jetzt eigentlich gar nicht. Ah, jetzt wird es langsam ziemlich dunkel hier. Gut, dass wir Fackeln haben. Mehr Fackeln wäre, das wäre auch nicht schlecht. Versuchen uns einfach mal ein bisschen zu beeilen. Immerhin wollen wir ja nicht zu viel rumlaufen. Und auch was erleben. Ja, das ist noch richtig. Rift Mountain Pass. Okay. Hui. Ich würde sagen, wir kampieren hier mal ein bisschen. Mal irgendwann, wenn wir ein Plätzchen zum Schlafen finden. Alchemistenhütte. Oh, dunkel. Kann man ja mal nett fragen. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Keine Ahnung. Sogar etwas für mich. Ja, okay. Aber, dürfte ich vielleicht Ihr Bett benutzen? Was könnte das zu bedeuten haben? Bei den Göttern, dann ist es wahr? Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Ja, das stimmt. Einfache Krieger ein solches Monster besiegen. Ich erleg das. Gut. Vor allem das Bett kann man nicht benutzen. Schlafsack habe ich auch keins. Ja gut, dann laufen wir weiter. Oder wisst ihr was? Wir warten bis zum nächsten Morgen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hab tolles Wetter mitgebracht. Sarkasmus. Aber Regen in VR sieht auch nicht schlecht aus. Eigentlich ganz cool. In dieser Episode sehen wir mal die verschiedensten Wettereffekte.
Gut, Donner und Blitz hatten wir letztes Mal schon. Aber ich schätze mal, das ist typisches Skyrim-Wetter. Okay, ich gehe ja schon. Oh, ein Eisfuchs. Sweet. Richtig schön hier. Und vor allem so schön entspannend mit dem meinem Ventilator da oben. Oh, ist das eine Höhle? Ja, wir haben wieder eine Höhle. Leute, es geht los. An die Waffen. Okay, let's do it. Eine Eishöhle. Ich hasse Eis. Ich hasse kalt und ich hasse Eis. Was war das? Oh, da war jemand. Ein bisschen unvorsichtig. Alles Frauen. Vampirdiener. Interessant. Gut Geld. Ey, war ein bisschen unvorsichtig, gebe ich zu. Ich war unvorsichtig. Eisenpfeile, Spitzhackhammer und eine kleine Perle. Also eine geile kleine Perle. Haben wir die richtigen Pfeile drin? Haben wir nicht. Wir brauchen eine 14. Ha. Ja, nehmen wir einfach trotzdem mal die Stahlpfeile. Okay. Schleichen wir uns mal rein. Gott, Leute, sieht das gut aus. Es ist eine simple Höhle, aber es sieht einfach gut aus hier. Das Licht ist perfekt, würde ich sagen. Da ist eine Truhe. Mit Eisenpfeilen, schätze ich. Ja, wir haben genug Eisenpfeile. Wir haben um die 100 Eisenpfeile. Ah. Geld. Ja, wie letztes Mal. Recap von der letzten Episode. Was war am Ende als Loot da? Eine Goldmünze. Hier nochmal der Beweis. Genau dafür bin ich gekommen. Für ein Gold. Enttäuschend. Von der Helligkeit geht's eigentlich auch. Die Abschussfreigabe haben wir. Denn es sind fucking Vampire. Hättet ihr das gesehen? Eine Falle. Ja, ja. Das verschwimmt da so. Das hätte ich niemals gesehen. Fucking Legolas, ey. Mich, ob ich die Falle entschärfen kann, weil es gibt dann auch Punkte. Nee, kann ich nicht. Okay.
Es war ein schöner Header. Kann ich nichts sagen. Wunderschön an die Schläfe platziert. Kompletter Durchschuss. Nee, ist auch kein Durchschuss. Hat aber nichts Sinnvolles. Ja, auf Dauer ist diese Position zum physikalischen Schleichen auf Dauer echt anstrengend. Aber ich will ja nicht jammern. Ich will's ja immersive. Brille richten. Okay, da unten ist einer. Target acquired. Sitzt da auch einer am Stuhl, oder? Und da unten ist jemand. Solche Idioten, dass die mich nicht sehen. Vampire, die können ja echt gar nichts. Okay. Wir brauchen eine Taktik. Da hinten könnten vielleicht auch noch mehr sein. Das ist ein Bogenschütze. Das heißt, erst im Bogenschützen. Muss halt auch treffen. Wir warten, bis er da vorne ist. Dann hat er mehr. Braucht er mehr Zeit zum Laufen. Und. Go. Oh Gott, sind es viele! Oh, das sind viele! Das sind viele! Das sind viele! Das sind viele! Das sind mir zu viele! Das sind mir zu viele! Das sind mir zu viele! Nicht die Falle! Vielleicht geht jemand auf die Falle. Da kommt jemand. Ich hätte weiter nach hinten gehen sollen. Bel Hasal. Besarot Hasal. Nila. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt alle waren. Gut gemacht, Alex. Ich fand's jetzt gut. Es waren zwar viele. Oh, Vampirstaub. Ich nehme mal mit. Keine Ahnung warum. Mein Gefühl sagt aber, dass es ganz wichtig sein könnte. Und Dietrich, die Stahlpfeile nicht vergessen. Ein Trank, der viel wert ist. Dietrich. Nur zu viel wert. Aufpassen auf die Falle. Puh. Das war mal wieder schön intens. Das hat mir jetzt gefallen. Auch wenn ich gedacht habe, oh, das war's. Die kommen zu Tausenden auf mich zu. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Dachte so toll. Toll, fail. Geil, normal machen. Und dann kam der fucking Legolas in mir raus. Und hat einfach nur Header verteilt. So macht man das. Okay. Ich glaube, die meisten müssten wir jetzt haben. Oh, wie ich Skyrim liebe.
Ja, da unten haben wir leider niemanden getroffen. Falls ihr euch wundert, was diese Leiste da unten ist, das ist die Kapazität an Verzauberung an diesem Bogen, also Giftzauber. Ich habe eine Mod installiert, die quasi die Verzauberung auf Dauer wieder auffüllt, weil ich das ein bisschen lästig finde, die ständig mit Seelensteine aufzufüllen. Meine ich, in der Welt, in der Magie herrscht, kann ich durchaus vorstellen, dass auf Dauer auch der Bogen sich wieder von alleine auffüllt. Meiner Meinung nach. Ah, da ist eine Truhe. Natürlich nehmen wir das Gold, wenn auch nur 9. Ja, das nehmen wir auch. Okay. Doch, haben wir gut gemacht. Oh, ich will nicht wissen, was sie mit dieser Axt auf diesem Tisch angestellt haben. Nein, nein, nein. Lieber nicht. Und die nächste Hürde. Aha, eine Person sehe ich. Ich muss weg aus dieser... Scheiße. Ne, ich hätte von dem Licht weggehen sollen. Hä, ist ja klar, wenn ich da am Licht da... Oh fuck. Hat mal kurz die Augen zugehabt. Was war das? Ist da jemand? Ich sollte... Oh Gott, Belzeroth, Hasal. Belzeroth, Hasal. Nila. Nila. Ja, ich sollte zwischendrin vielleicht Rückzug und heilen, etc., etc., etc. Ich riskiere das viel zu arg. Das Problem ist, in dieser Paniksituation vergesse ich die Zaubersprüche. Puh. Aber hat ja noch gut geklappt. Come on, Tracking. Oh, fuck, das Falsche. Der ist weg. Warum habe ich eigentlich diesen... Ich glaube, den habe ich auch aus Versehen mitgenommen. Wollte ich, glaube ich, nicht. Ja, der hat viel ausgehalten. Und irgendwie ging das bei ihr ständig daneben. Ich hatte irgendwie kurz das Gefühl, die absorbiert die Pfeile. War mir nicht sicher. Okay. Ich glaube, hier ist niemand. Hier kann ich ein bisschen schneller laufen. Schätze mal, wir müssen jetzt da runter. Da geht's auch runter. Gucken wir uns erstmal hier um.
Vielleicht sollte ich da auch noch ein paar Einstellungen machen. Irgendwann. Ich habe es ja so eingestellt, dass man quasi wirklich die Objekte in Greifnähe haben muss, um die dann zu nehmen. Oh, Entschuldigung, war nicht mit Absicht, dass ich ihre Boobies angefasst habe. Dann ist es ein bisschen einfacher, die Pfeile zu nehmen. Ja, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass ich im späteren Verlauf die Bärenfalle mitnehmen kann und sie dann zerlegen, dass sie mich schön in die Falle tappen. Aber wie gesagt, in Paniksituationen. Habe ich wieder die Eisenpfeile drin. Schön die Fackeln anmachen. Aber ich glaube, das waren alle. Oder ist es eine? Ne. Das ist nur ein kleiner Raum. Mit Särgen. War ja klar. Wo auch, warum auch nicht? Ich habe gerade die Wand gespürt. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah an der Wand. So, jetzt gib mir guten Loot. Sehr gut. Ob das jemals was wird? So über 100 oder so? Ich weiß es nicht. Kann ich eigentlich physikalisch springen? Ja, okay, funktioniert noch. Letztes Mal hat das ja irgendwie nicht funktioniert. War ich mir nicht sicher, an was das liegen könnte. Wenn ich da immer ein bisschen Pause dazwischen habe bei den Spielen, dann weiß ich nie, ob ich vielleicht irgendein Hintergrundprogramm vergessen habe anzuschalten. Zum Beispiel bei... Ah, ist schon der Ausgang. Bei Mage VR ist eine Application im Hintergrund, die dann quasi die Makros dann erfasst. Sonst nix, also nicht, dass ihr jetzt irgendwie auf dumme Ideen kommt mit Cheating und Wallhack, was weiß ich, was es da so vielleicht für Skirren gibt. Nope, ich bin fucking Legolas. It's true. Okay, Teil 2 von der Höhle, schätze ich mal. Eine fucking Spinne. Was kannst du eigentlich, Spinne? In der letzten Folge habe ich dich verbrannt. Oh, fuck. Oh, fuck. Not this time. Das ist immer blöd, wenn es dann zwischenzeitlich die Waffe wechselt. Davon habe ich, glaube ich, jetzt genug. Auch von den Spinnen. Puh. Riesige Spinneneier. Und daneben. Und daneben. Hat nichts gebracht. Immerhin kriege ich meine Pfeile wieder. Ja, genau das ist das Problem. Das muss ich irgendwie verbessern. Nur kurz ausrichten wieder. Bin ein neuer. Uah. Wie
wieder Kampfhose einnehmen. Nice shot. Salz? Salz ist, glaube ich, auch wichtig, soweit ich mich erinnern kann. Salz hat man... Beruhig dich. Salz hat man so wenig. Verzaubern tue ich irgendwann mal, aber das mache ich dann nicht im Video. Das mache ich dann auf Video wahrscheinlich, um ein bisschen Zeit zu sparen. Da ich auch nicht weiß, was für Möglichkeiten ich habe und nicht die ganze Videozeit dafür verschwenden möchte, Research zu betreiben. Klingt das plausibel? Ich hoffe doch. Ich kann mich an diese Stille erinnern. Es dünkt in meinem Kopf. Ja. Ich habe so eine vage Vermutung, wo ich hier bin. Oh Gott, Odin! Hast du mich jetzt erschreckt? Junge Odin! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh Gott! Pfeil, Bogen! Beruhigt euch! Ich habe nicht erwartet, dass da irgendwas Pelziges jetzt gerade towards me läuft. Warum rede ich Englisch? Keiner weiß es. Ich weiß nicht, welcher Fuß nach vorne muss. Ich bin verwirrt. Irgendwas Haariges ist angekommen. Mein Gott. Ziemlich dunkel hier. Was war das? Oh fuck. Shit. Gott, sind das viele! Rückzug! Lauf! Besser Rot Hassal! Nila! Puh! Komm mit mir, Bro. Und dann noch daneben. Das werde ich genießen. Fuck. Besser dort, Hassal. Nila. Komm schon. Was? Alter. So, wir sind wieder an der Stelle. Ich habe ein bisschen vorgeskippt. Puh, das wird hart. Mir läuft schon wieder der Schweiß am Auge entlang. Oh, Leute. Wenn man doch die Fackeln ausmachen könnte. Wir brauchen auf jeden Fall eine Taktik. Und erstmal muss ich den Schweiß rausmachen. Oh. Wir brauchen auf jeden Fall eine Taktik. Ich muss sie einzeln töten. Wie nennt man das? Push and Pull? Ich weiß es nicht mehr.
Ist doch so eine Bezeichnung. Okay, und los. Wir safen mal. Nein, safen ist nichts für Loser. Das ist der Oberboss. Den mag ich nicht. Oh, lauf! Lauf! Lauf doch! Oh je. Lauf. Ich hab Panik. Oh Gott, das ist eine scheiß Idee. Warum läufst du nicht? Ah, weil ich schleiche. Okay. Und dann nach vorne rennen. Einfach nach vorne rennen, einfach vorbeilaufen. Bis jetzt kommt keiner. Ich höre auch niemanden. Positionieren. Und dann gucken. Okay. Bis jetzt alles in Ordnung. Da ist ein Vampirlord. Ich erinnere mich. Und er war heavy as fuck. Der war richtig heavy. Da habe ich richtig gute Headshots gebraucht. Puh, aber erstmal Level up. Gesundheit, definitiv Gesundheit. Wir können, glaube ich, Fallen legen. Das ist, glaube ich, im Moment richtig gut. Nur überlegen, wie wir das machen. Nee, das war's nicht. Das ist, glaube ich, Hallo? Und schwer. Block, Zweihand, einhändig, Schießkunst. War das? Ist es das da? Bogen und Armbrüste bewirken 20% mehr Schaden an Zielen, die volle Gesundheit haben. Okay, ruhige Hand. Wenn ihr während des Zielens Blocken drückt, könnt ihr heranzoomen. Kann ich nicht. Kannst du vergessen. Weitschuss. Bogen und Armbrüste verursachen bis zu 40% zusätzlichen Schaden bei Zielen, die weiter als 50 Fuß entfernt sind. Die Schadenspur steigt mit zunehmender Entfernung. Das ist halt richtig geil. Pfeile und Bogen verlangsamen ein Ziel innerhalb von 25 Fuß um 20% für 20 Sekunden. Das ist halt auch geil. Ich denke, wir machen das. Wenn ich weit entfernt schieße, dann ist er langsam. Oder was meint ihr? Ich weiß nicht. Wir könnten aber auch... Oh Mann. Meister des Bogens. Bogen und Armbrüste bewirken 50% mehr Schaden und kritische Schüsse mit Bögen und Armbrüsten bewirken 2% zusätzlichen kritischen Schaden pro Stufe eurer Bogenschussfähigkeit. Ja, achso, ich bin ja schon voll. Ah. Flügelstoß. Achso, das war der nächste Rang. Gegenangriffe mit einem Bogen oder einer Armbrust stößt das Ziel immer zurück. Bögen und Armbrüste versuchen 10 bei den 40% zusätzlichen Schaden. Ja, das ist das, was ich ja immer mache. Na, das wäre auch nicht schlecht. Wie weit ist 50 Fuß? Ich glaube, das macht hier in diesem kleinen Areal keinen Sinn. War das bei leichter Rüstung mit dem Fallen? War das Stolperdraht bestimmt?
Verleiht das Talent Stolperdraht. Platziert 120 Sekunden lang einen Stolperdraht vor euch. Er schnappt beim Auslösen zu und wirft alle Ziele in seiner Nähe zu Boden. Das probieren wir aber erstmal aus, davor safe ich. Nee, Stolperdraht können wir leider nicht nehmen. Oh Gott, das hört sich so, als wäre er direkt hinter mir. Stolperdraht können wir nicht nehmen, weil ich zu wenig Tasten habe, um dann Talent zu benutzen. Gehe jetzt mal davon aus, mein Kopf funktioniert jetzt nur noch zu 60%, weil ich Angst habe. Okay, was machen wir? Da machen wir weiterhin Schießkunst. Ja. Und gucken, dass wir irgendwas machen, das vielleicht den Gegner verlangsamt. Sauberer Tod. Nee, nee. Ruhige Hand. Nein, definitiv nicht. Okay, dann machen wir. Ja, machen wir verkrüppelten. Machen wir. So, und zusätzlich mache ich noch Gift auf meinen Pfeil. Trinke ich das jetzt dann? Ich will das nicht trinken. Schwaches Gift. Ja. Okay. So, mein Pfeil hat noch zusätzlich Gift. Safen wir. Okay, und los. Schleichen könnte ruhig ein bisschen besser sein. Viel zu viel Licht hier, ey. Okay, die gehen zurück. Gib mir dein Gold. Gib mir dein ganzes Gold. Puh, 400. Na, wenn das sich nicht gelohnt hat. Oh. Sehr gut. Ich save nochmal. Und leichte Rüstung, gut. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen Chaos gestiftet. Rot, Hasshal. Ich hätte Doppelzauber machen sollen. Nila. Nila.
es besser ziehen. Es war ja grauenhaft, wie ich die Pfeile gezogen habe. Besser dort, Hassal. Nila. Mann! Boah, das war der fucking Lord. Ich hab ihn. Konnte mich gerade nur nicht freuen. Oh, das war die Melodie. Dungeon cleared. Oh. Ich dachte, ich verreck jetzt. Mal wieder. Vampirmeister. Aber viel hatte er nicht für einen Meister. Vampirrüstung. Puh, safen wir. Oh, wir sind schon bei 50 Minuten, habe ich gerade gesehen. Oh, das ist es mir wert. Machen wir noch die restlichen tot. Eisenpfeile. Die hat viele Tränke, vor allem der. Sehr gut. Gibt's da eigentlich? Nee, da ist nix. Okay. Bin mir nicht sicher, es könnte immer noch jemand hier sein. Ja, auf jeden Fall langsam vor. Aber ich glaube, das waren alle. Sehr cool, geschafft. Hast du was? Nee. Wer ist das? Ist das? Nee, kann ich nicht interagieren mit. Ja, ich kenne mich mit der Lore von Skyrim leider nicht so gut aus, eigentlich gar nicht. Bin mir nicht sicher, ist bestimmt irgendein Vampirgott. Oh ja, jetzt kommt die Truhe. Safen wir. So, jetzt hoffen wir, dass die Mühe sich gelohnt hat. Wir haben den Vampirmeister getötet und uns erwartet die Belohnung. Ja, nice. Deva-Kopfschmuck aus Kupfer mit Birnen-Amethyst. Was sind Birnen? Birnen nehmen wir. Pfeile, naja, okay, Gold. Eine Halskette der geringen Alchemie wirkt. Die Wirksamkeit gebrauchter Tränke wird um 12% gesteigert. Kann gut verkaufen. Ja, doch. War gut. War sehr gut. Und jetzt raus hier. Bevor noch mehr von diesen Robert Pattinson kommen. Puh. Was für eine Runde. Das war doch mal nice, oder? Findet ihr nicht? Also ich schon. Ich schwitz richtig derbe. Schön kühl hier draußen. Das bringt mich ein bisschen runter. Oh Gott. Und da geht's auch gleich weiter. Okay.
Dann würde ich sagen... Leute, ich verabschiede mich hier. Ich weiß, blöd, dass ich jetzt die Spannung skippe, aber bei der nächsten Folge seht ihr, ob ich dieses Ding da, diesen Drachen überlebe. Riesengroß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.